eigentlich nicht zur Syntax hinzu zählen sogenannte Kommentare. Die werden ja schon in der lexikalischen Analyse entfernt. Das haben wir ja gelernt. Aber mit Hilfe von Syntaxdiagrammen möchte ich im Folgenden erläutern, wie Kommentare in Java und der Hamza-Sprache aufgebaut sind. Man unterscheidet Zeilenkommentare und Bereichskommentare. Zeilenkommentare erstrecken sich immer nur über eine Zeile. Sie beginnen immer mit einem oder beziehungsweise zwei die unmittelbar folgenden Slash-Zeichen, dann können beliebige Zeichen folgen. Am Zeilenendezeichen ist der Kommentar beendet. Bereichskommentare beginnen immer mit hintereinander stehenden Slash- und Sternzeichen und enden mit dem nächsten Auftreten von Stern, Slash, auch unmittelbar hintereinander geschrieben. Dazwischen können beliebige Zeichen stehen, insbesondere auch Zeilenendezeichen, sodass sich Bereichskommentare über mehrere Zeilen erstrecken dürfen. Kommentare sollen in Programme eingebaut werden, um diese verständlicher zu machen, um beispielsweise schwierige Zusammenhänge zu erläutern und so weiter.